Hallihallo, meine Lieben, und willkommen hier wieder bei Freyas Orakel und Wegweiser. Schön, dass ihr wieder hier mit dabei seid heute. Und ja, heute haben wir ja den 21.12. und das ist ein ganz, ganz besonderer Tag, denn das ist hier die Wintersonnenwende. Und ja, viele machen hier Bräuche, viele geben hier Rituale. Gerade hier, da beginnen nämlich die Rauhnächte an der Wintersonnenwende am 21.12. Und das ist auch die Julia, Julia. Okay, für den einen oder anderen war es vielleicht hier gerade wichtig. Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen erkältet. Ja, und das ist hier die Julnacht und da kehrt das Licht zurück. Ja, also das Licht kehrt hier wieder zurück. Die letzten Tage und Wochen waren eher so in der Dunkelheit gehüllt. Und jetzt wird das Licht hier mit der Julnacht am 21.12. zur Wintersonnenwende neu wiedergeboren. Ja, viele machen solche Rituale. Auch ich bin so ein Fan davon. Ja, also nicht Rituale, wo ich jemanden verhexe, sondern Rituale, wo man wirklich sich von anderen Dingen wieder lösen kann. Ja, wo man noch so eine kleine Rückschau behält. Was hat man erlebt in 2022? Was war da gut? Was war nicht so gut? Und was möchte man da auch nicht mehr mitnehmen? Was will man vielleicht mitnehmen? Und da ist es hier gut, wenn du dir nochmal so ein bisschen bewusst machst. Also ich mache es meistens so. Ich kann nur jetzt erstmal aus meiner Perspektive das sagen. Ich schaue, was möchte ich denn überhaupt für das, also loslassen noch in diesem Jahr? Was möchte ich erst gar nicht mitnehmen? Ist es eine Person? Ist es eine Gegebenheit? Ist es irgendwas, was mir den Boden unter den Füßen weggerissen hat? Ist es was, was mir immer schmerzlich für mich ist, ja? Und da geht es darum, dass man hier Dinge loslässt. Ich habe auch ein ganz gutes Video dazu gemacht. Das bekommen halt meistens die, die halt auch das Rauhnachtsritual bei mir gebucht haben, weil ich das leider nicht live führen kann. Und ja, deswegen habe ich dann hier auf YouTube ein Video geladen, was privat ist. Also wer da gerne dieses Video haben möchte, kann mir gerne noch Bescheid geben und das noch mit dazu buchen. Für alle anderen habe ich hier natürlich das 13-Wünsche-Ritual. Das habe ich auch oben bei YouTube. Den Link verlinke ich auch hier unten unter dem Tagesorakel. Guck da mal bitte rein. Wer das möchte, kann da auch gerne mitmachen. Ich erkläre da Schritt für Schritt, wie man das 13-Wünsche-Ritual macht. Wir schreiben sozusagen 13 Wünsche auf für das neue Jahr. Jeder Monat in den Rauhnächten, also die Monate in den Rauhnächten beginnen ja von 24.12. auf dem 25. 0 Uhr und da beginnt die erste Rauhnacht und das läuft bis zum 6. Januar sofort. Das sind also 12 Rauhnächte und diese 12 Rauhnächte stehen für jeden Monat für das neue Jahr, also von Januar bis Dezember. Genau, und da schreiben wir hier schon mal 13 Wünsche auf. Das erkläre ich euch in diesem Video, also in den Rauhnachtsvideo. Und der 13. Wunsch, den musst du dir dann selbst erfüllen. Ja, da kannst du gerne mal reinschauen, wenn du daran interessiert bist. Ja, was kannst du an diesem Tag heute noch Besonderes tun? Also, du kannst alles so ein bisschen entrümpeln, deine Wohnung putzen, ein bisschen reinigen. Das werde ich natürlich machen, weil wir hatten erst so die Krippe mitgenommen und jetzt gilt es davon, sich nochmal von der Krippe zu reinigen, die Wohnung zu putzen, vielleicht auch nochmal alle alten Dinge zu entrümpeln, die man nicht mehr haben möchte. Ja, entweder verschenkt man diese Dinge, wenn sie noch ganz sind und schön sind, oder man schmeißt sie halt weg, ne, wenn sie dann nicht mehr so gut sind. Also von alten Dingen sollte man sich befreien, ob das jetzt in der Wohnung ist, ob das jetzt auch von solchen Dingen oder Menschen ist, die man nicht gerade wieder im neuen Jahr haben möchte. Man muss ja nicht sagen, ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben oder so. Aber wenn du merkst, dir ziehen immer wieder Menschen ganz viel Energie und triggern dich oder tun dich ärgern, nicht in Ruhe lassen, dann kannst du dich natürlich zu deinem Besten von diesen Menschen lösen, ja? Also für den einen oder anderen war es bestimmt jetzt hier wichtig, was ich gesagt habe. Ja, also Wohnung putzen, entrümpeln, freimachen von allem, was man nicht mehr in das neue Jahr mitnehmen möchte. Dann kannst du eine kleine Rückschau halten. Was hat dir in diesem Jahr gut getan, was nicht so gut? Wovon möchte ich loslassen?
Und auch du kannst dir ein kleines Traumtagebuch anlegen, weil gerade hier in den besonderen Rauhnächten, da ist es, da kommen ganz, ganz viele Träume und Visionen hoch, weil hier der Schleier der lichten Welt hier ein bisschen dünner ist. Und da kommen ganz, ganz viele Visionen auch manchmal durch die Träume mit hoch, ja. Achte auch mal in den Rauhnächten darauf, was du träumst. Also jede Rauhnacht steht ja für einen Monat und das ist auch mal passiert, ja. Ich habe zum Beispiel wirklich mal ohne Scheiß von einem Tod geträumt und das war irgendwo Februar oder März. Das ist Gott sei Dank nicht eingetroffen. Also wenn jemand von einem Tod in irgendeiner Rauhnacht träumt, dann heißt das nicht, dass man stirbt. Es könnte. Ich habe gerade voll so ein. Ah ja, das stimmt. Ich weiß noch, in den letzten Rauhnächten habe ich wirklich von dem Tod geträumt, ne? Und jetzt wird mir bewusst, das wird, kann auch eine Transformation sein, ja? Also das kommt mir gerade so durch. Es kann eine Transformation sein, die du vielleicht hier gerade dann auch durchmachst während der Rauhnächte oder besser gesagt während des neuen Jahres. Also es ist ganz hilfreich, dir mal ein Tagebuch anzulegen, besonders in den Rauhnächten, so vom 21. bis zum 6., also 21.12. bis zum 6. Januar, da kommen immer ganz interessante Dinge raus, ja? Aber nimm das bitte nicht zu ernst. Das möchte ich hier im Vorfeld nochmal sagen. Okay, wer sich also nicht mein Geplapper hier anhören möchte über die Rauhnächte, kann auch gerne vorspulen, ja? Alle anderen, die das interessiert, da werde ich jetzt nochmal ganz kurz noch was dazu sagen und dann geht's auch schon los mit dem Tagesorakel für den 21.12. Ja, was kannst du heute noch an diesem wundervollen Tag machen? Also, du kannst dir zum Beispiel aufschreiben, was du loslassen möchtest, ja. Und wenn du all das aufgeschrieben hast, was du loslassen möchtest, dann kannst du das hier in so eine feuerfeste Schale tun, ja. Wichtig ist, dass sie feuerfest sein muss. Ein Aschenbecher geht natürlich auch, ja, wer hier rauchen tut. Und da kannst du dann den Zettel drin verbrennen, ja, und dann einfach mal so beobachten, wie der Rauch nach oben steigt und dir einfach richtig so gefühlsbewusst machen, dass das jetzt so von dir geht. Was kannst du noch machen? Du kannst deine Räusche räumen. Auch da habe ich ein Video hochgeladen. Da könnt ihr auch gerne mal reingucken. Das verlinke ich auch unten in der Infobox unter diesem Video, wie man Räume räuchert. Ich habe es zwar jetzt nicht vorgeführt, aber wichtig ist, dass ihr immer im Uhrzeigersinn anfangt und da in den Raum wieder zurückkommt, wo ihr angefangen habt, ja, dass ihr alle Räume im Uhrzeigersinn rumgeht. Mit was ihr räuchern könnt, das habe ich auch hier in diesem Video in der Infobox aufgeführt. Ja, ihr könnt natürlich auch Orakelkarten für das kommende Jahr ziehen. Ich überlege hier noch, wenn ich es zeitlich schaffe, noch ein kleines Rauhnachtsorakel, ja, für die Allgemeinheit reinzutun in den Rauhnächten. Und natürlich das 13-Wünsche-Ritual. Ja, das könnt ihr heute auch machen. All diese Dinge könnt ihr machen. Vielleicht macht ihr auch ein Salzbad, vielleicht macht ihr auch so eine energetische Körperreinigung oder energetische Körperräucherung. Ja, also euch sind da keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, sich von den alten Ballast des Jahres hier etwas frei zu machen und ins neue Jahr rein zu starten. Ja, gut, ihr Lieben, jetzt fangen wir aber mal an mit den Orakel. Ich denke, ich habe jetzt hier alles gesagt. Ich werde nochmal ab dem 26.12. bis zum Neujahr nochmal so nochmal eine kleine Gewinnverlosung machen. Also pünktlich am 1. Januar 2023 ziehe ich dann den Gewinner, der oder die eine persönliche Kartenlegung bei mir gewonnen hat über Bild- und Sprachnachricht, ja. Aber da informiere ich euch dann noch, ja. Also ab dem 26.12. beginnt das und wer dann immer unter den Tagesorakeln drunter kommentiert ab dem 26.12., ja, der ist hier dann mit in der Verlosungsbox. Meine Lieben, jetzt starten wir aber mal rein, was der heutige Tag, der 21.12. für uns denn bringen wird. Ich habe heute wieder dabei das Runenorakel von Antara Reimann und Roland Scholz vom Schörner Verlag. Da zieht man Hauptenergie, dann geht es weiter mit den Licht- und Schatten-Tarot. Wirklich ein sehr, sehr aussagekräftiges Tarot, was sehr gut mit mir spricht. Dann habe ich hier mein eigenes Kartendeck, das verändere ich auch nochmal so ein bisschen. Das Lennemore der neuen Zeit, die Karten werde ich hier kleiner machen nochmal. Das kann bei mir erworben werden. Dann geht es wieder mit den magischen Rauhnachtskarten. Und heute habe ich was Besonderes dabei, und zwar sind das hier die geheimnisvollen Rauhnächte. Und da
geht jetzt hier bis zum 6. Januar, werde ich jetzt jeden Tag hier eine Karte ziehen aus diesem wundervollen Rauhnachtsorakel. Und da seht ihr auch schon, da stehen wundervolle Sachen hinten drauf. Das soll so eine Abschlussbotschaft einfach für euch sein, für den Tag, ne? Gut, da beginnen wir jetzt mal. Wir ziehen erstmal eine Hauptenergie. Was erwartet uns denn hier am 21.12.? Das Kollektiv. Das ist heute wichtig. Und Transformation, also das passt super zu die Rauhnächte. Besser konnte es gar nicht sein, ja. Also man transformiert ja auch immer in den Rauhnächten. Wer vor allem da immer so ein kleines Ritual mitmacht oder einfach für sich ein Ritual macht, schon das 13-Wünsche-Ritual oder Dinge einfach loszulassen, die du überhaupt nicht mehr ins neue Jahr mitnehmen möchtest, ja, das ist super. Ja, du kriegst auch den inneren Antrieb davon, dich nochmal so ein bisschen zu reinigen, ja, damit du wirklich geklärt in das neue Jahr starten kannst. Ja, und im Fluss des Lebens zu sein. Besser kann es nicht sein, mit den Gefühlen zu fließen, mit dem Fluss des Lebens. Oh, da kriege ich gerade irgendwie Gänsehaut, wo ich das sage. Und dich einfach mal wieder in den Fluss des Lebens einzuschmeißen danach, ja, wieder frei zu fließen. Die ganze stockenden Energien, sich davon zu befreien und wieder neu zu fließen. Also das kommt mir hier so rein, ja, mit diesen Karten. Was ist hier noch am 21.12.? Guck mal noch, ob was raus will. Okay, da ist viel raus. Ui, das sind ja sehr viele Karten, aber egal. Dann gucken wir jetzt einfach mal. Also, ach der Kelche, du lässt etwas hinter dir. Ja? Du drehst anderen Dingen den Rücken zu, die dich hier lange, lange Zeit verletzt haben. Du wirst hier zur Königin der Schwerter. Du gewinnst deine eigene Klarheit heute hier an diesem Tag. Das ist schon mal super gut. Und Ass der Schwerter. Ja, du ziehst dein Schwert der Klarheit in einigen Dingen und vor allem am heutigen Tag. Und da wirst du richtig klar. Und mit den 6 der Stäbe ist das von Erfolg gekrönt. Also du machst genau das Richtige heute an diesem Tag, am 21.12. hier in deinem Leben. Du klärst alles, du drehst Dinge in den Rücken zu, die dich verletzt haben. Du gehst in eine Transformation rein und befreist dich von den Dingen, die dich immer wieder so gefangen und angekettet haben. Ja, du möchtest einfach dich da befreien. Und dann gehst du hier auf deine neuen Ziele zu. Ja, also besser kann es gar nicht sein, diese Karten. Du kommst hier auf deine neuen Ziele wieder zu und machst dir hier wirklich einen Plan, wo möchte ich jetzt überhaupt hin in diesem neuen Jahr? Das kommt mir ja auch rein. Wo möchte ich überhaupt hin? Was möchte ich jetzt Neues mitnehmen? Ja, und dann lässt du dich fallen. Es geht auch um Gefühle. Vielleicht nochmal bei den ein oder anderen Thema um Ängste, die du hier noch haben könntest. Und da lässt du dich aber mal fallen und machst dich frei davon wieder. Ja, weil du möchtest ja geklärt in das neue Jahr starten. Das ist eine super Energie, finde ich. Was ist hier noch ein bisschen in der Tiefe heute mit dem Lennemoor? Eine Einladung konnte auf dich zukommen. Ich muss mal gucken. Okay, jetzt sieht man es ein bisschen besser. Ja, was ist hier noch in der Tiefe am 21.12. für das Kollektiv? Was erwartet dich heute noch? Also, hier kann entweder eine geheimnisvolle Einladung kommen von jemand oder bei einer Einladung wird hier etwas gelüftet und aufgedeckt. Es kann aber auch um Wissen gehen. Ja, vielleicht entdeckst du heute irgendwie bei einer Einladung, erlangst du auch neues Wissen. Dann sind hier die Würfel auch gefallen dafür. Also es ist Zeit für diese Einladung. Was ist heute hier noch in der Tiefe? Oh, das sind viele Karten, okay. Also wir nehmen erstmal die. Und da ist auch schon die Liebe gefallen und die Gefühle. Also hier kann heute eine Einladung stattfinden von jemandem. Da wird noch was an die Oberfläche kommen. Irgendwas wird da noch hochkommen, was Verborgenes. Ja, und das wird heute aufgedeckt. Und zwar geht es dabei um die Liebe, um die Gefühle, um das Glück, um die Sehnsucht. Man hat Sehnsucht auch nach dem Glück und um die Stabilität und den Anker. Also, das Schiff, mir kommt jetzt so rein, das Schiff wirft den Anker. Ja, also hier kann wirklich eine Situation verankern. Ja, es kann wirklich sein, dass du dich hier von anderen Dingen befreit hast. Vielleicht auch von deinen Ängsten, ja, das kann sein, die dich immer wieder festgehalten haben. Dass dann eine Einladung von einem Menschen kommt, wo
dann bewusst wird und wo hier aufgedeckt wird, was man für dich fühlt. Ja, hier kann die Liebe gelebt werden. Das heißt, die Gefühle sind da hier. Die sind auf jeden Fall da mit den Liebenden. Und das Ganze kommt ins Glück, weil man hat hier Sehnsucht und man möchte den Anker hier werfen. Man möchte die Stabilität, das Gleichgewicht hier haben. Ja, das kann für den einen aber auch, das kann für den einen auch beruflich hier möglich sein. Wenn du jetzt nicht auf die Liebe guckst, kann es wirklich sein, dass du anderen Dingen, beruflichen Dingen den Rücken drehst, mehr an deine Klarheit kommst, dich von alten beruflichen Sachen befreist, neue Ziele anfokussierst, dann kriegst du eine Einladung wahrscheinlich hier von etwas, vielleicht auch von einer Schule, Ausbildung und hier, das freut dich so richtig, so dass du hier gefühlsmäßig so in die Liebe gelangst, dass du dich richtig, richtig freust. Und wir gucken jetzt hier nochmal drauf, ja, das sind auch Plakaten oder die, aber hier werden Entscheidungen getroffen. Also mir kommt hier aber eher die Liebe rein. Es werden Entscheidungen getroffen, über diese Blockaden hier drüber zu gehen mit diesem Schiff, ja, und dann in diese Verbindung hier reinzugehen. Also man ist hier schon auf dem Weg und dann kann das langsam hier ins Wachstum kommen mit der Zeit. Also das sind super Karten, finde ich wirklich toll. Ne? Ja, also diese Entwicklung sieht richtig gut aus. Also das erwartet dich heute hier am 21.12. zur Wintersonnenwende. Transformation kann hier geschehen, wahrscheinlich auch in einer Beziehung, aber auf positive Art und Weise. Was möchte noch das magische Rauhnachtsorakel hier heute dazu sagen? Zu dieser Legung bitte eine Karte. Okay, das sind zwei. Die erste Botschaft lautet, ist das wirklich der richtige Weg für dich? Überlege ganz genau, ist das der Weg für dich oder nicht? Und sehe deine Zukunft selbst. Du kannst jetzt zum Beispiel mal, ich sag's mal in der Kurzform, ein paar Bohnen nehmen und die Bohnen einsehen, einfach mal in einen Blumentopf oder so und dann einfach mal schauen, was daraus wächst. Nimmst du negative Gedanken mit den Bohnen, schau, welche Bohnen wachsen. Die Bohnen, die du mit negativen Gedanken einpflanzt oder die Bohnen, die du mit positiven Gedanken einpflanzt. Und darum geht's nämlich heute, ne, an diesem Tag. So, eine wundervolle Karte hier noch. Schauen jetzt mal hier aus den geheimnisvollen Rauhnächten, was für eine Botschaft heute hier zur Wintersonnenwende mit raus möchte. Und da haben wir sie auch schon. Und das ist erstmal die Rückseite, Ruf der Geister. Und hier ist immer so eine Botschaft, der Himmel gibt sein Okay. Ja, also das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich. Hier steht ja, ist das wirklich der richtige Weg für dich? Vielleicht hast du aber auch zwei Sachen jetzt, ja. Vielleicht ist ja der eine Weg was komplett anderes als der Weg, der jetzt mit der Liebe ist. Ja, also hier solltest du nochmal überlegen, ob das richtig für dich ist, vielleicht auch im beruflichen Bereich. Und hier gibt der Himmel sein Okay aber dafür, ja. Ich lese mal vor, wenn du aufmerksam durch schneebedeckte Wälder und vorbei an nebelverschleierten Gewässern wanderst und den Geruch der feuchten Erde wahrnimmst, öffnen sich all deine Sinne. Plötzlich hörst du das Singen der Geister wie sanften Glockenklang aus der Ferne oder du vernimmst ein leises Raunen und Räuspern. Das sind geheimnisvolle Offenbarungen der geistigen Welt, die dich aus dem verborgenen Reich des Übersinnlichen rufen. Sie geben dir inneren Halt und wecken deine Widerstandskraft. Wow, da kriege ich Gänsehaut. Und jetzt ist hier noch was und das kannst du gern mal machen. Fertige ein Schutzamulett an, indem du in einen kleinen ledernden Medizinbeutel einige Glücksbringer verstaust, wie Fichtenharz aus Duft für die Verbindung mit den Geistern, Haselnüsse für deine Wünsche und einen kleinen Kieselstein als Fels in der Brandung gegen die bedrohlichen Stürme des Lebens. Wow, also das ist eine wirklich, oh, da kriege ich richtig Gänsehaut, Leute. Wow. Mir kommt es gerade so vor, wie wenn da voll so dieser Eissturm, der Ruf der Geister da so bei mir langkommt und mir diese Botschaften gerade so durchgeben. Also ich fühle das so richtig. Also das ist, ja, es fühlt sich kraftvoll und stark an, ja. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch damit einen ganz, ganz tollen Tag zur Wintersonnenwende. Macht was Besonderes an den Tag. An diesem Tag und lasst es euch vor allem gut gehen. Wenn ihr mich gern unterstützen möchtet, gebt mir gern ein Like, ein Abo oder auch einen lieben Kommentar. Okay, ihr Lieben, ciao!